morning, good evening, good afternoon, everybody. Welcome back to my channel. Yeah, it's been a while since I've visited my channel, and today I decided let me come back with a comedy. I used to react to German comedy, which is actually cool because it got some English subtitles and funny. I like to hear something that make me laugh, not something that make me laugh just because somebody has laughed. So let's react to Hep Cacklin, Kef Cotton. Kef Cotton. So I don't know what's going on, but I'm just back. I don't know if you guys are still gonna enjoy my videos like you used to do, but trust me, I'm still the same person and I got that vibe that you need. So if you're new to the channel, yeah, relax, enjoy the videos, check out some more older videos. If you enjoy them, you can subscribe and be part of Team Powers, and let's go into the video. We're gonna spend 10 minutes on it. Let's not talk too much. It's a reaction channel. Let's do this. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, es gibt in letzter Zeit immer mehr Männer, die gehen gerne in. Let's go first, subscribe to the channel. We all subscribe to our new channels that we find some content. As you know, man, support everybody who supports you where you can still. I don't have any rights on this channel, on this content. I'm stealing, but not too much. I'm just doing some entertainment right here. Feel me? All right, let me start from the beginning because some videos with subtitles, you don't jump them into the middle. What happens? Let's go. He looks too funny, right? Socke. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, es gibt in letzter Zeit immer mehr Männer, die gehen gerne ins Ballett, die tanzen auch gerne Ballett oder nähen sich mal ein Ballettröckchen. Das sind eigentlich Männer wie du und ich, Timo, wobei jetzt wahrscheinlich mehr wie ich. Und es gibt auch immer mehr Männer, die mit Männern zusammenleben. Auch dafür gibt es ganz berühmte Beispiele. Ernie und Bert zum Beispiel, Robin und Batman. So, Annie must be her best friend, right? Oder hier der Uwe und sein Schatz, die heute Abend hier sind. Oh Gott, ich hoffe, sie sind ohne Arbeitskollegen hier. Und bei uns im schönen Düsseldorf. Remember, guys, this video was filmed 10 years ago. What if, remember, those people who were there in this show right now, how they look like? Like, he's too funny. These sticks are funny. Bei uns. His appearance, his stage performance is too crazy. Why is he wearing glasses? Is he going to read it through the book or what? You don't. Im schönen Düsseldorf. Do you need the glasses to perform the comedy? Right? I don't think so. Da gibt es ein Gourmet-Café, das heißt Korten. He just said that they don't fit. Standen da 21 Kunden an der Kuchentheke und warteten nun händeringend darauf, endlich bedient zu werden. Und dann kam ein Rüde mit seinem allerneuesten Handy rein. Und was dann passierte, würde ich Ihnen gerne nochmal demonstrieren. Is that how you guys look when you're gonna do the phone call? Oh, Victor, like that? Ich glaube es nicht. Look at his pose. Look at his pose. Ich glaube es gerade nicht. Du kannst es. Wie, du hast den Witz nicht verstanden. Also doch mal, treffen sich zwei Schwule, sagt der eine zum anderen, du hör mal, stell dir mal vor, mir ist gestern Nacht ein Kondom geplatzt. Im Ernst? Nein, im Detlef. Yo. Hast du immer noch nicht verstanden? Anyway, Darling, ich muss jetzt Schluss machen. Nein, nicht mit dir. Ich bin hier im Café Korten. Korten, ich kann dir nicht so laut brüllen, hier sind so viele Kunden. Nein, Victor, heute nicht. Heute nicht. Victor, ich kann kaum noch laufen. Nein, Victor, ich möchte heute ganz normal wie Heterosexuelle am Sonntagnachmittag auch nur Kaffee und Kuchen. Ja. Ja, und dein Sahnestädtchen bringt dir ein Stück Kuchen mit. Ja, ich dich auch. Ja, tschüss. Tirilaholo, tschüss, mein kleiner Feuer. Mutter. Ha,
Entschuldigen Sie bitte, dass ich eine Zigarette anmache, aber das ist so eine Art Reflex. Kennen Sie die berühmte Zigarette danach? Hat mich zum Kettenraucher gemacht. You deserve it, bro. That's a crazy head of a prick. Ups, ach du liebes bisschen. War ich das jetzt mit dem Fleck? Oh, das tut mir aber leid, Gnädigste. Aber der Nerz merkt das ja nicht mehr, der ist ja tot. Bitte? Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Ich habe mich doch entschuldigt. Sie sollten sich entschuldigen, mit so einem toten Tier hier rumzulaufen. Das ist Mord. Auf ja. Dank geht sie doch, Gnädigste. Das ist mir doch egal. Aber merken Sie sich eins. Ob mit oder ohne Nerzjöpfchen, Orangenhaut bleibt Orangenhaut. Hallo, junger Mann, wo kommen wir denn her? Tansania, das klingt aber spannend. Sind Sie denn ein Tutsi? Kennen Sie den Film mit Dustin Hoffman? Tutsi? Köstlich. Sind Sie denn ein Single-Tutsi? Auch dann schenken Sie mir doch einen Negerkuss, und zwar einen, den man nicht kaufen kann. Bitte? Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Ich und ausländerfeindlich? Entschuldigung, ja? Ich lebe selber mit einem Ausländer zusammen. Mein Freund kommt aus Dresden. Nur dieser Dialekt. Komm mal, Darling, lass uns Liebe machen. Aber liebe Marokkaner, das sage ich Ihnen. Ich sage immer Victor, sage ich jetzt mal halblang. Und selbst dann sind es noch 20 Zentimeter. Wo gehen Sie denn hin? Mein Gott, ist das heute eine komische Kundschaft, die regelrechte Laufkundschaft. Entschuldigung, ich weiß, dass ich dran bin. Ich möchte mich nur vorab informieren, dass ich nachher, wenn ich dran bin, auch ganz fix weiß, was ich nehme. Was ist denn das da für ein Backwerk? Das da, neben dem vertrockneten Plunderteilchen. Ein Apfelkuchen, was ist das denn für ein Apfelkuchen? Ja, mon Dieuchen, meine Liebe, da gibt's doch Unterschiede. Ist ein Apfel Riemchen, böhmischer Apfelstrudel, Original Breisgauer Boskop-Batzen, andalusische Apfelrenetten-Paea, Warschauer Granatbrocken-Mürbeteig. So listen, this comedian, you don't have to give a break, you don't have to break yourself or talking to somebody, or blink even, because you're going to have your eyes facing him and your ears just listening, because he's playing line to line with all crazy oder fun as hell. Oder ist einfach nur ein gedeckter Apfelkuchen, der wäre mir ja persönlich am liebsten. Ihn wahrscheinlich. Bitte? Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Ich bin geschäftsschädigend. Jetzt sind wir homosexuell wohl an allem schuld. Was? Heteroscheidungsrate, Staatsverschuldung. Wahrscheinlich sind wir auch noch dran schuld, dass sie die Polka mehr werben, oder wie? Bitte? Oh, ich glaube es nicht. Jetzt hören Sie mir mal zu, meine Gnädigste, ja? Ich bin ein gleichgeschlechtlich liebender und lebender Mann, ja? Der für sich und seinen Schatz, ja? Zu seinem 29. Geburtstag. Ich weiß, ich sehe älter aus. Ein Stück Geburtstagskuchen kaufen will, da werde ich ja wohl in einem sogenannten Gourmet-Café ein Mindestmaß an Respekt und hinsichtlich der Kuchenauswahl auch ein gewisses Sortiment erwarten dürfen. Nein, haben Sie nicht. Haben Sie nicht. Haben Sie bolivianischen Baumkuchen? Nein. Haben Sie tasmanische türkischen Törtchen? Nein. Haben Sie kalifornische Maracuja, Maron, Marillen, Muffins? Ich befürchte nein. Sie kriegen doch hier gar nichts gebacken, meine Liebe. Haben Sie denn wenigstens geeiste Wassermelonentörtchen mit ganzen Früchten? Das war ein Scherz. Oh. Aber eins haben Sie, das kann ich bis hierhin sehen. Schweizöhrchen und was für welche. Bitte? Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Ich halte Sie auf, mais au contraire, ma chère, Sie halten mich auf. Gucken Sie sich das mal bitte hier an. Eine Verkäuferin auf 21 Kunden, das sind ja Zustände wie auf der Titanic. 18 Rettungsboote für 2000 Passagiere. Haben Sie Eisplittertörtchen? Ach, ich sage schon gar nichts. Ich bin jetzt ganz still, verkrieche mich in meine Ecke und sage keinen Mucks mehr. Großes Tunden-Ehrenwort. Kennen Sie das, wenn man großes Tunden-Ehrenwort sagt? Das bedeutet das Gegenteil. Man sagt auch, it's like I'm holding like a smoke like eine Frau, ein Wörterbuch und eine Tunte, eine Enzyklopädie, die Didel, die dumm. Ist das nicht köstlich? Ist das köstlich? Ach Gott, ja. Ich lache und ich scherze, dabei bin ich heute gar nicht gut drauf. Ich weiß auch nicht. Wäre ich eine Frau, hätte ich meine Tage.
Aber ich bin ja keine Frau. Ich meine, guck, bei euch Frauen geht's doch eigentlich gut. Ihr könnt euch da gar nicht beklagen. Ihr habt die Frauenparkplätze. Wegen euch wurde die Dresdner Frauenkirche wieder aufgebaut. Und guck mal, ihr habt sogar Frauenhäuser. Was ist? Selbst da muss man euch hinprügeln. Das war ein Scherz. Oh, ich glaube es nicht. Sie empfinden es. Das ist ein Joke. Ich weiß, dass ich noch nicht dran bin. Haben Sie Eierpunsch Weinschaumsahne? Ach, das haben Sie? Ist da Alkohol drin? Nein, dann möchte ich nicht. Das muss ich wieder blasen. Mein Gott, ich bin jetzt in eine Verkehrskontrolle gekommen. Da war dieser Wachtmeister, solche Oberarme, Grübchen im Kinn. Und dann beucht er sich zu mir runter in meinen Corsa und sagt mit dieser männlichen Stimme: Ich verfolge Sie schon seit einer halben Stunde. Ich sage, Herr Wachtmeister, die Antwort ist trotzdem nein. Sie sind soeben mit 60 durch eine geschlossene Ortschaft gefahren. Ich sage, das kann gar nicht sein. Ich bin gerade erst 29 geworden. Nein, nicht Ihr Alter. KMH. Ich sage, KMH, um Gottes Willen, was soll denn das heißen? Küss mich, Häschen. Oder kraul meine Hüften. Nein, Stundenkilometer. Sie sind soeben 60 Kilometer in der Stunde gefahren. Ich sage, das kann auch nicht sein. Ich bin gerade erst vor 20 Minuten losgefahren und alles. Hör mal, da hat er sich da aufgeregt, einen Aufstand gemacht. Da wollte ich die Situation so ein bisschen aufheitern. Da habe ich dem einen Witz erzählt, den glauben Sie nicht. Den glauben Sie nicht. Warte, wie ging der nochmal? Treffen sich zwei Freundinnen, sagt die eine zur anderen: Du, hör mal, stell dir mal vor, mein Mann hat mir gestern 20 rote Rosen geschenkt. Jetzt muss ich wieder 14 Tage die Beine breit machen. Wieso? Habt ihr denn zu Hause keine Vase? Wo gehen Sie denn alle her? Mein Gott, sind Sie empfindlich. Oh, der Developer. Oder der ist auch ganz wunderbar. Den glauben Sie nicht. Wie ging der noch? Treffen sich zwei Freunde. Sagt der eine zum anderen: Du, hör mal, ich befürchte, meine Frau ist tot. Wie kommst du denn da drauf? Im Bett ist es wie immer, aber die Küche sieht aus. Wo gehen Sie denn alle hin? Bin ich ja ganz alleine hier, bin ich ja schon der Nächste. Mein Gott, hat das wieder lange gedauert. Zwei Berliner, bitte. Thank you, bro. Now that's how I come back to the channel with something crazy like that. I wonder how many storylines that comedians tell during their performance, even those 10 or 15 minutes. But I think all women like that. He's good. You're good, bro. This is my first time watching him, and I always do videos like this sometimes, you know. But it's been a while. It's been a long time. And it's crazy, but I'm good. I'm come back, and I'm seeing you. You watch this video with happiness, right? If you enjoyed it, hit like button and subscribe. If you didn't enjoy it, please don't subscribe, because you didn't. When you enjoy the next video, then hit it. See you. Bye.